Was die funktionale Grundlage ist, die ist überall dieselbe. Selbst wenn es dann rausgeht aus diesem Bereich, baut sich genau wieder dieselbe Sphäre auf. Da hast du auch wieder diese quadratische Strömung und so weiter. Ne? Bis es zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und so baut sich dann die gesamte Hypersphäre des Universums auf. Wir stellen das so dar. Eigentlich müsste man sagen, das ist ja immer existent. Nur unser Geistlein, der wandert so ein bisschen zwischen den Sphären, um eine bestimmte Erfahrung zu machen. Das ist ja eigentlich das, was da gegeben ist. Wa? Da ändert sich ja überhaupt nichts am Universum. Und darum gingen ja auch die ersten Modelle von Einstein, war ja ein statisches Universum, wenn du so willst. Hat er ja vollkommen recht. Nur in der Erscheinungsweise ist ja die Dynamik und da auch bloß für Lebewesen, die mit ihren Geistlein durch diese Welten reisen. Ne? Auf Deutsch gesagt, die ja schon immer im Universum existieren. Ne? Und das ist ja nur die Basis des Informationserhaltungsgesetzes, dass keinerlei von den Informationen verloren gehen kann. Das heißt, alle möglichen Zustände, die es überhaupt nur geben kann aufgrund dieser Sphärengeometrie, müssen immer in der Existenz sein. Nur deswegen, nur wenn du diese 100% auch garantierst, kannst du ja auch mit Wahrscheinlichkeitsrechnung rechnen. Da baut sich ja die ganze Quantenphysik auf. Wenn nämlich das nicht gegeben werde, würde die Quantenphysik überhaupt heute auch keine realen Ergebnisse liefern. Ne? Das ist wieder dieser Umkehrpunkt, was man denn sehen muss. Der Rückschluss, da die Quantenphysik ja wahrheitsgemäße Aussagen macht, muss das sich auch so verhalten, dass es wirklich das Informationserhaltungsgesetz gibt und dass wirklich alle Zustände immer gleichzeitig in der Existenz sind. Und die Wahrscheinlichkeit resultiert ja nur daraus, weil man nicht alle Prozesse sehen. Wir sehen ja immer bloß die wahrscheinlichsten Akteure letztendlich und basteln uns dann unsere Sache dann daraus zusammen, auf Deutsch gesagt. Ne? Wir sehen ja nicht, was vielleicht dann noch ganz anders drauf zukommt. Ne? Und wenn denn das andere mal drauf zukommt, also was man nicht sehen, dann wird einfach davon gesprochen, dass die Wellenfunktion zerstört wird. Weil sie nicht gemerkt haben, dass sie sich ja eigentlich bloß aus dem Widerspiegelungsbereich rausgedriftet haben, in eine andere Gesetzmäßigkeit rein, wo es natürlich dann auch qualitativ andere Erscheinungsformen gibt. Ne? Was anderes ist es ja dann auch gar nicht. Aber die Wellenfunktion, das ist ja diese grundlegende Schwingungsfunktion innerhalb des Zeitmediums, die ist immer gegeben. Die wird keinesfalls zerstört. Ne? Und das ist aber wieder diese Einseitigkeit, weil sie danach wieder bloß auf dem Geist aus sind und die ganze Materie, das Kind mit dem Bade ausschütten, die Quantenphysiker, ne? Die spinnen sich. Vor allen Dingen schon alleine diese Tatsache der heutigen Physik, dass man diese Esoterik so verteufelt und selbst die größte Esoterik betreibt. So wie du die Innenschau machst, bist du in der Esoterik. Da, zwangsweise, unumgänglich. Ne? Alle Innenschau ist Esoterik, nicht anders. Wenn du von innen nach außen blickst, in die großen Weiten, dann hast du die Exoterik. Aber so wie du eine Innenschau machst, bist du in der Esoterik drin. Ne? Und darum spreche ich ja dann nicht mehr von Exoterik und Esoterik, sondern alles auf I bezogen. Das ist bitteschön die Esoterik. Dann siehst du sowohl die Grenze, dann siehst du den Innenraum, den Äußerraum, dann siehst du das als Ganzheit. Und dann kannst du auch alles zuordnen, wie was passiert. In der Grenze siehst du, was da von rechts nach links und von links nach rechts siehst. Setzt du dich in den Innenraum rein, siehst du, was alles da draußen noch mehr schlossst. Guckst du von außen rein, dann siehst du natürlich dann die Strukturen, die im Inneren gegeben sind. Ne? Das ist auch ein Unterschied, ob du letztendlich als kleiner Hase im Wald sitzt und nach draußen guckst oder ob du irgendwo als Reh von draußen in den Wald guckst. Das ist ein himmelweiter Unterschied von der Struktur. Sache hergegeben. Von der Funktionalität nicht, aber von der Struktur. Bäume sind da ganz andere Strukturen als im Feld, im Flur und so weiter. Ne? Das ist ja nur das, was wir denn darstellen. Diesen strukturellen Unterschied, der ja daraus resultiert, dass das ja unterschiedliche Wechselwirkungen sind, weil sie unterschiedliche Gebirge, unterschiedliche Gegebenheiten, also unterschiedliches Klima und so weiter, daraus resultieren ja schon wieder unterschiedliche strukturelle Erscheinungsweisen. Ne? Und nur das stellen wir ja nachher wahr. Wir können ja wirklich bloß die Erscheinungsweisen darstellen. Das Wesen können wir ja nur Rückschlüsse über unser Denken ziehen, was da sein könnte und so weiter. Und solange wie das, was wir daraus dann wieder schlussfolgern und nach außen spiegeln, solange wie das passiert und noch so stimmt, solange befinden wir uns ja noch richtig. Bloß dann vergisst man dann immer wieder, dass sich ja das auch verändert, das Innere. Und irgendwann kommt es dann an die Grenze, wo denn die Sache dann nicht mehr so stimmt, ne? Und so resultieren ja die ganzen verschiedenen Theorien aus.
Wenn du von der grobstofflichen immer weiter ins Feinstoffliche kommst, dann irgendwann an der Grenze zeigen sich dann ganz andere, qualitativ andere Strukturen und so weiter. Da musst du natürlich mit anderen Formeln arbeiten. Ne? Aber deswegen sind die anderen Formeln nach wie vor Gültigkeit, wenn du diesen Bereich betrachtest. Darum die Verteufelung, dass sie dann immer gleich eine Theorie wegschmeißen wollen, dass sie heutzutage dann bloß noch Quantenphysik und Relativitätsphysik, was ja eine Relationalitätsphysik ist, betrachten und den ganzen Mittelteil, wie die Mittelschicht in der Gesellschaft vernachlässigen. Denn das alles, was wir hier so sehen, das Natürliche, was die Menschen noch begreifen können, weil sie es jeden Tag leben, das ist doch gerade diese sogenannte klassische Physik. Die wird auch damit nicht aufhören, die wird nur erweitert über diese Grenzen hinausgehend. Ne? Aber aufhören wird sie deswegen nicht. Und alles, was reelle Erscheinungsweisen sind, das kannst du mit der klassischen Physik am besten beschreiben. Alles andere wird zu kompliziert. Wenn sie dich natürlich an die Grenzen bewegen und da diese Grenzwechselwirkung darstellen, dann musst du entweder in die Relativitätstheorie oder eben in die Quantenphysik. Wenn du nach innen blickst, in die Quantenphysik, nach außen blickst. Aber das hat mit der Größe wieder gar nichts zu tun. Selbst in einem Staubkorn, in einem kleinen Punkt, ist ja das ganze Universum schon wieder von der Gesamtstrukturmöglichkeit drin. Ist ja immer bloß alles I. Nur auf der verschiedenen Sphärenebene. Bloß wir wissen ja nicht, in welcher Sphärenebene wir nur nehmen, I hoch 1, I hoch 2, I hoch 3. Aber jetzt kann man den praktischen Rückschluss machen, was ja denn ein Stockholmer Wissenschaftler errechnet hat. Ja, wenn du nur die Relativitätstheorie und die Quantenphysik zusammenschaust und das auf einen einzelnen Punkt, sprich auf ein Plancksches Wirkungsquantum beziehst, wie viele imaginäre Anteile oder wie viel Informationsbits hast du denn nur drin? Und das hat er ja errechnet. Das sind 10 hoch 50. Mein Klemm damals, der hat das so grafisch berechnet und der kam auch auf einen Z-Faktor von 10 hoch 50. Das heißt also, wenn du die Energieformeln zwischen Planck und Einstein siehst, musst du immer einen Umrechnungsfaktor von 10 hoch 50 mit einrechnen. Das heißt aber auf der anderen Seite, in jedem Elementarquant, in jedem Planckschen Wirkungsquantum sind alleine 10 hoch 50 Freiheitsgrade. Und den gucken wir mal die Größenordnung des Planckschen Wirkungsquantums an. Und jetzt denken wir alle zusammen. Das ist doch von unseren kleinen Rübchen und mit unseren paar Neuronchen überhaupt nicht zu begreifen. Darum müssen wir uns ja bestimmte Begrenzungen setzen, um da bestimmte Sachen überhaupt noch klar sehen zu können. Ne? Und daraus resultiert ja dann die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung der Quantenphysik. Wenn du den größeren Bereich nimmst, wo größere Komplexität drin ist, dann kannst du nur noch die wahrscheinlichsten Aspekte letztendlich mit einrechnen. Und dann brauchst du ja sogar noch Anregungspunkte von außen. Du musst ja erstmal Messwerte da hineinbringen, um überhaupt auch Ergebnisse dazu erzielen in der Quantenphysik. Ne? Du hast ja so viele offene Variablen letztendlich, die du überhaupt erstmal reinbringen musst, um überhaupt ein Ergebnis zu erzielen. Ne? Aber das wird ja immer wieder übersehen in der ganzen Sache. Ne? Aber das ist ja die ganze Quantenphysik ohne irgendwelchen praktischen Nutzen. Die hat schon ihren praktischen Nutzen, indem der die Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann und damit kannst du ja was anfangen. Daraus beruht ja auch unser neuer Technik heute, Elektronik und so weiter. Dann kannst du ja den Rückschlüsse, da bist du nie hundertprozentig sicher, darum hast du ja auch die Abstürze auch in Computern und anderen Sachen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das denn schon. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist recht hoch. Wenn man so sagt, ist nie hundertprozentig. Herrlich. Ist nie hundertprozentig. Hundertprozentige Sicherheit hast du bei der Technik nie gegeben, weil es immer eine Einschränkung, immer eine Reduzierung ist letztendlich auf bestimmte Wesensaspekte, damit du überhaupt was praktisch damit anfangen kannst. Ne? Sämtliche Technik und so weiter, es basiert immer auf Einschränkung letztendlich, auf bestimmte Einschränkungen. Ne? Die Mechanik auch? Ja, nur, ja. In der Mechanik ist, da beziehst du dich ja, wenn du so willst, auf diesen gravitativen Aspekt. Und bei der Elektrik beziehst du dich auf diese imaginäre Basis, auf Deutsch gesagt. Das heißt, mein Fahrrad funktioniert auch nur mit was. Also die Mechanik, wenn du so willst, basiert, wenn du so willst, alles aus, was in Q2 kommt in die Q1 und die Elektrik, alles, was aus Q4 kommt in die Q1. Und erst im Zusammenwirken kommt ja das zustande, was wir denn als Ganzheiten hier sehen. Ne? Mhm. Das eine ist der Elektromagnetismus, das andere der Gravitomagnetismus. Aber die Basis, der Magnetismus, wenn man es raumzeitlich betrachtet, das ist ja diese Grenzlinie, die zwischen I hoch 2, I hoch 2, ergibt ja I hoch 4, also zwischen der Zeitmedialität und der Raummedialität ist.
Und die sehen wir ja, die sehen wir zwar nicht, aber die können wir darstellen über diesen Potentialwirbel, der da reinfließt, sprich über Eisenspäne, indem man dann die Magnetfeldlinien sichtbar machen. Das ist ja diese, sind ja diese Grenzflächen oder diese Grenzbereiche innerhalb unseres Weltmediums, unseres Vakuummediums. Ne? Das ist, basiert alles auf dem Magnetismus. Das ist ja die Wesensbasis in der Welt. Und da haben wir sehr genaue Empfangsantennen auch in unser Rübchen drin und so weiter. Das sind ja die Magnetitkristalle. Diese Ebene kannst du ja bloß kristallin ausmessen. Darum spreche ich ja immer von gravitativ unverworfenen Kristalle, um auch diese Seite sichtbar zu machen, was ja die Russen Ende der 70er Jahre gemacht haben, mit ihr wahrscheinlich auf der Mir produzierten Kristalle und so weiter. Bloß die haben es dann wieder falsch interpretiert und haben ja gedacht, die könnten in die Zukunft blicken. Die haben dann nicht kapiert, dass es ja da Nullbereiche gibt oder Ist-Zeit-Zustände, dass sie eben Sachen, auch wenn sie ellenweit von der Erde wechseln, das aber in Ist-Zeit sehen. Ne? Das ist nicht in der Zeit, sondern dass sie einfach bloß in Ist-Zeit jetzt die Stellung der Sonnen und so weiter direkt sehen und nicht mit der Ausbremsung über die Lichtgeschwindigkeit mit C. Das ist ja da nicht mehr gegeben in dem Bereich. Du musst ja bloß einmal durch die Grenze durch, die gehst du durch, egal wie groß der Raum dazwischen ist, egal Lichtjahr oder sonst was, und gehst dann wieder drauf. Und ich habe hier berechnet, das sind 10 hoch minus 49 Sekunden. Innerhalb von 2 × 10⁻⁴ Sekunden liest denn Ist-Zeit das, was da passiert. Ne? Und so könnte man mal auf dieser Ebene auch kommunizieren. Das ist ja von Müller da, dieses G-Element. Dann könnten wir unseren Satelliten oder beziehungsweise unser Fahrzeuge da auf dem Mars letztendlich in Ist-Zeit steuern und wären nicht angewiesen, dass wir auf einmal in der Gule fahren, weil man vorher die Gule nicht gesehen hat. Weil das ja etliche Minuten zwischen Signalsendung und Empfang dann vergeht. Dann könnte man wirklich in Ist-Zeit das auch steuern, ne? Was das für praktische Nutzen wäre. Aber man will ja das nicht wahrhaben heute, dass dieser Bereich existiert und verleugnet den ja. Das hat auch praktische Auswirkungen, solche Sachen, wenn man das anerkennt und auch wirklich dann nutzt für seine weitere Lebensverwirklichung. Darum geht es ja heute. Und hier müssen wir ja möglichst viel und alles nutzen letztendlich. Das wird uns ja von der Göttlichkeit so eigentlich vorgeschrieben, dass wir uns da in der Richtung heute weiterbilden. Und heute geht es ja um die Ganzheitlichkeit, die wir endlich wieder begreifen lernen müssen. Ne? Wohl wahr. Und warum weigert sich die klassische Wissenschaft, das anzunehmen? Das ist teilweise auch wieder, wenn du so willst, Einstein geschuldet letztendlich, indem er da gesagt hat, dass er die Lichtgeschwindigkeit die größte Geschwindigkeit ist, dass er nur die elektromagnetische anerkannt hat letztendlich und das, weil er nur das I gesehen hat und nicht diese Auflösung des Is nach innen noch nicht gesehen hat und noch nicht sehen konnte. Letztendlich. Und da, das ist ja dieser Singularitätspunkt in den schwarzen Löchern sozusagen. Ne? Aber man muss heute weiterdenken, man muss das in Bezug zur Eulerschen Einheit sehen, dass da auch schon wieder eine Dreidimensionalität drin, 3 verschiedene Qualitäten drin, E, I und B stecken ja schon wieder in I mit drin. Und dann kann man Esoterik betreiben, indem man denn da reinschaut und so weiter. Aber sowas zeigt sich ja nie in der Erscheinungsweise aus. Ne? Aber wenn man die Geometrie kennt, was ja die Sphärengeometrie ist, dann kann man natürlich Rückschlüsse sehen und dann kann man natürlich wieder die Rückkopplung da mit praktischen Anwendungen probieren, ob das auch so funktioniert. Ne? Also verstehe ich, was du meinst. Das heißt, wir müssen in die Esoterik gehen, also das anschauen, was wir nicht sehen. Ja, ja. Und das versuchen zu beeinflussen und die Rückkopplung wieder interpretieren, ob das, was wir da reingeguckt haben, ob das nachher auch sich wohl so verhält. Ja. Ne? Und zum Beispiel haben wir ja dann gegeben die Rydbergfrequenz in unserem Vakuummedium, was ja teilweise auch der Physiker letztendlich als Schwingungsfrequenz einer unendlichen Atommasse ansieht. Was ist eine unendliche Atom? Das heißt, die Gesamtmasse des unseres, nicht Universum, aber unseres Kosmos ist das die Resonanzfrequenz, was also sämtliche Räumlichkeiten auch wieder in Zeitlichkeit auflösen müsste. So. Nun kommen wir mit unserer Technik an diese hohe Schwingungsfrequenz von 10 hoch 15 Hertz nicht ran. Nun ist aber das Schöne, wenn man natürlich weiß, dass dieser Zeitbereich im Unterschied zum räumlichen Bereich, der elektromagnetisch entfaltet wird, im gravitomagnetischen, auf der longitudinalen Ebene ist, verstehst du, nicht mehr transversal, sondern longitudinal, wo eins ans andere angelagert ist, ne?
dann und man weiß, dass die gleiche Anlagung auch im Wasser oder im Schall und so weiter gegeben ist, dann haben wir doch schon wieder praktische Hinweise, wie funktioniert das denn? Indem wir einfach den Schall als Analogung betrachten, wie funktioniert das denn mit dem Schall und so weiter. Ne? Und dann kann man natürlich Rückschlüsse sehen. Und beim Schall hast du zum Beispiel oder Wasserwellen, Luft-Wasser gemischt zum Beispiel, ist ja auch schön. Hier ist es ja nur Raummedium, Zeitmedium. Die analoge Sache ist ein Luft-Wasser-Gemisch und da hast du ja den Effekt letztendlich, dass es da letztendlich Implosionsprozesse im Luft-Wasser-Gemisch gibt, was ja bei Schiffsschrauben als sogenannte Kavationsereignisse, was der Metall schon wieder aus der Schiffsschraube rausschlägt und den Verschleiß versteckt. Und ähnlich ist es natürlich auch zwischen Raum und Zeit, wenn du da diese Implosionsprozesse reinbringst, ne? Dann kannst du das genauso nutzen. Und so kannst du dann nutzen, indem du einfach dein Raummedium wieder in Zeitmedium negierst. Das heißt also, dein entfallter Raum knallt zu einem Punkt zusammen, auf Deutsch gesagt. Und wenn du da jetzt Turbinen oder sonst was für technische Grenzen reinbaust, die dann in Drehbewegung oder anders umgewandelt wird, weißt du, dann kannst du das als Arbeitsleistung nutzen, diesen Effekt. Nicht anders ist es ja dann. Ne? Ist doch ganz einfach. Oder im Wasser, was der Schauberger alles erforscht hat mit seinen Potenzialwirbeln. Das ist da immer dasselbe Prinzip, weil die Funktion im gesamten Universum gleich ist. Was sich immer nur unterscheidet, ist die strukturelle Erscheinungsweise letztendlich. Weil das wieder bezogen ist auf Umgebungsparabeln und so weiter. Aber was die Funktionalität selbst betrifft, die Lebensfunktion, die ist überall gleich. Ne? Und darum kannst du ja diese Analogieschlüsse auch ziehen. Ist ja keine Adäquatheit, weil es ja dann nicht funktional und strukturell überall, aber du kannst da Analogieschlüsse und kannst das denn technisch so installieren und sehen, was dann rauskommt. Ne? Und da wirst du natürlich wahrscheinlich erst in den groben Bereich landen, dass du noch nicht so eine große effektive Leistung hast, wie, guck mal, wie sahen die ersten Autos aus und wie sehen sie heute aus. Das ist natürlich dann auch eine Frage der evolutionären Entwicklung. Aber erstmal musst du ja den revolutionären Gedanken fassen, dass du das überhaupt anwendest. Aber damit kannst du keinen Profit mehr erzielen, wenn jeder Energie in Größenordnung bis zur Unendlichkeit zur Verfügung hat. Dann kannst du das nicht mehr geltlich bemessen. Und das ist ja das, was heute dagegen sträubt. Warum sich da diese Konzerne dagegen wehren, solche Sachen einzusetzen und lieber die Sachen in die Schubladen backen. Ja, also den Profit wegschwimmen. Ja. Ja, wieso bauen wir nicht einfach so einen Schauberger Generator nach? Ja, darum ja. Aber im Prinzip haben ja schon viele gemacht, aber ich sage immer, du müsstest dann, Schauberger ist ja noch mechanisch, du musst heute das schon elektronisch lösen, wie ich das auch mit meiner Schaltung habe. Du brauchst ja bloß im Prinzip eine Tesla-Spule gegenüber eine normale Spule und da ein Schwingungsverhältnis reinsetzen und dann diese Differenz, die du dann in der Leistung erzielst, kannst du ja dann wieder nutzen, hast du dann Strom im Überfluss. Man müsste das erstmal praktisch verwirken, ja, aber das kannst du bitteschön nur, indem du das wahrscheinlich gleich tausendfach produzierst. Darum kommt es ja eigentlich darauf an, dass du es auf möglichst einfache Art realisierst, was auch kostengünstig ist, dass du es wirklich gleich tausendfach produzieren kannst. Und das musst du dann an einem Tag, da kannst du eine Konferenz veranstalten, in Betrieb setzen. Denn bisher ist ja immer so, dass die Leute, die das gepackt haben, entweder sie haben die Sache nicht verstanden, dann ist ihnen ihr Generator um die Ohren geflogen, weil die sind dann in den kritischen Bereich reingefahren. In den kritischen Bereich ist ja nicht, dass das ungefährlich wird. Da sind ja ganz andere Gefahrenpotenziale, die da wieder zu beachten ist. Es ist ja nicht, dass nur die freie Energie was ungefährlich ist. Die sind dann reingefahren und haben jetzt auf alle erstmal den Strom abgeschaltet. Und dann haben sie gewundert, dass ihnen das Gerät um die Ohren geflogen sind. Ja, die waren ja schon im gravitomagnetischen Bereich drin, letztendlich. Nur haben sie abgeschaltet und haben sie ja diesen Effekt noch verstärkt. Bis zum gegen unendlich. Auf den hat verstärkt. Und darum gab es die Implosion. Anschließend, wie bei einer Fernsehröhre, ist die ganze Sache um die Ohren geflogen. Ne? Nee, die hätten die Spannung, elektrische Spannung erhöhen müssen. Aber wenn du das nicht weißt, wie das funktioniert, dann machst du das nicht. Und dann machst du dann die Fehler. Ne? In der Hinsicht. Ne? Also man muss dann schon die Ganzheit auch begriffen haben, wie funktioniert das in einer Ganzheit. Ne? Und auf der anderen Seite sind ja auch viele, die das wirklich dann geschafft haben, auch mit Aussteuerung und so weiter. Die hat man ja entweder umgebracht oder sonst was. Und es gibt ja zig Fälle in der Hinsicht. Ne? Mhm.
Darum ja. Und dann wurde das auch einfach versteckt und so weiter. Aber die Kraftwerke, die sie da schon gebaut haben, Generatoren und so. Es ist ja nicht, dass es sowas nicht gibt. Es gibt es ja schon zuhauf, aber es wird verschwiegen, auf Deutsch gesagt. Ne? Weil es denn Profitinteressen da dieser Leute widerspricht. Also wenn sie auf alle wegschwimmen. Ne? Aber wenn sie die andere Gesellschaftsordnung und die andere Gesellschaftsaufbau, das andere menschliche Zusammenleben hast, dann spielt das ja überhaupt ja keine Rolle mehr. Ne? Und dann werden auch nicht mehr die Leute dann umgebracht. Und dann kann sich das auch entfalten. Ne? Und die werden immer weiter optimiert werden, auf Deutsch gesagt. Ne? Im Prinzip hast du nachher wahrscheinlich so ein, wie so eine Taschenuhr, großes Gerät und damit fliegst du bis im Weltraum. Was soll's? Jo. Ja. Jo. Da ist doch, da ist doch der Wesenskern drin. Der ist doch nicht im Räumlichen gegeben. Das ist doch so was von entfaltet. Das ist doch nur die Abwärme letztendlich des Universums, was man als Räumlichkeit dargestellt kriegt. Und das will ja jedes Lebewesen, will ja die Energie eigentlich loswerden und nicht noch dazu kriegen. Wir wollen ja immer noch Energie, Energie, Energie. Und wir wundern uns denn, wenn wir energetisch unsere Umgebung letztendlich so aussteuern und so beeinflussen letztendlich, warum denn auf einmal Krebs ist. Denn diese Schwingungen gehen ja bis in die Zellen rein. Und die Zellen will die Energie auch wieder loswerden. Die kannst du wieder bloß binden, zu Masse binden. Also mit der Information, die sie sowieso vom Innen kriegt, zum Masse binden. Das heißt also, sie muss immer neue Zellen, Zellen, Zellen produzieren. Und das ist der schönste Krebs. Was anderes ist das? Nur eine Fehlsteuerung der Zelle, um dass sie ihre Energie wieder los wird, weil die will ja auch überleben. Selbst die Krebszelle will ja überleben. Sie ist ja ums Überleben. Und am einfachsten ganz, indem sie einfach immer bloß neue Zellen bildet. Nö. Warum ja? Muss ja auch erstmal verstanden werden, was steckt denn eigentlich da überhaupt dahinter? Was ist die Funktionalität, die da dahinter steckt? Ne? Warum ja? Und so könntest du ja auch alles, was Viren sind, sind ja auch bloß im Prinzip bestimmte Informationskristalle letztendlich, die in einem bestimmten wässrigen Milieu kommen und da bestimmte Prozesse auslösen. Und uns töten ja nicht die Viren, auf Deutsch gesagt, sondern uns töten die Abbauprodukte der Viren. Das ist ja das Gift, was in unser Blutkreislauf ist und unsere Blutvergiftung hervorruft und den Organausfall macht. Ne? Das hat ja in der Hinsicht, das sind ja Lebensformen, die dann letztendlich im westlichen Milieu ihre Lebenserscheinungen auch zeigen. Ja. Und die wollen sich auch wieder reproduzieren und vermehren und so weiter. Das ist ja das Grundprinzip des Universums überhaupt. Und das machen sie ja dann mit Recht. Ne. Die wissen ja nicht, was sie dann anleuchten. Und sie wussten nicht, was sie da tun. Ne. Und sie wissen nicht, was sie tun. Darum ja. Wenn du natürlich nun aber da genau weißt, auf welcher Basis, welche Frequenzniveau das hat und so weiter, dann könntest du ja wieder gegensteuern. Du hast ja immer komplementäre Frequenzen, die du dann anlegen kannst. Und dann brauchst du bloß einen Schwingungsgenerator erzeugen, wie du bei Enterprise und sonst was gesehen hast, der dir dann ansetzt. Und dann würde die Gegenschwingung vom Milieu aufgebaut werden, sodass die sogenannten Viren oder Bakterien einfach verhungern, weil sie überhaupt sich nicht mehr ernähren können, auf Deutsch gesagt. Wilhelm Reich hatte wohl sowas gemacht. Ne? Ja. Oder Darum, Tesla auch. wenn man die, wenn man die, die, die Zusammenhänge kapiert, dann hört man mit so vielen einfachen Sachen die Gesunderhaltung auch der Menschen garantiert und braucht ja nicht so viel Geld mehr auszugeben. Oder man kann ja, was man jetzt in der Petrischale macht, könnte man dann ja natürlich auch im Körper wachsen, indem du deine Organe einfach nachwachsen lässt. Und da hast du die ganzen Abstoßungsreaktionen nicht, was du heute mit fremden Organen hast, weil du auch nicht alle Parameter letztendlich, die ja zusammenspielen, betrachten kannst. Und das, diese Unterschiede, diese nicht passenden, nicht kohärenten Aspekte, die bringen ja die ganzen Abstoßungsaspekte zustande. Und wenn sie ein bestimmtes Maß überschreiten, dann wird eben das Organ abgestoßen, nicht anders. Ne? Aber wenn du gleich vom eigenen Zellmaterial körpereigenes Organe neu erzeugst, auf Deutsch, dann passiert das einfach nicht. Ne? Ist logisch. Ja. Geht das auch mit Zähnen? Meine sind nämlich schlecht. Meine, ich hatte die letzten Tage hier Zahnschmerzen gehabt, aber zum Glück habe ich das wieder in den Griff gekriegt. Das war wahrscheinlich doch mehr vom Zahnfleisch ausgegangen und so weiter. Konnte ich auch nicht aufbeißen eine Zeit lang. Ja, Ja. wenn man die Prozesse kennt und so weiter, dann wird das, dann brauchst du ja bloß diese Frequenzen anlegen, die das bewirken, die dieses Zusammenspiel bewirken, und dann wächst dann auf einmal ein neuer Zahn.
Guck, es geht, dass es sowas gibt und sowas möglich ist, siehst du schon allein an der Haifen, die immer neue Zähne produzieren, wa? Die haben nicht die Sorge, wie wir, dass sie einfach ausfallen und so weiter. Aha. Jetzt kommen wir gleich in ein Aquarium. Wir stehen bei uns einbauen. Und der Haifisch, der erzählt. Es ist dann, das Leben im Universum lässt doch so viele unerschöpfliche Möglichkeiten zu, die man erkennen müssen, die man jetzt für unser Leben nutzen kann. Nicht ausnutzen, aber nutzen können für unser Leben. Darum kommt es doch drauf an. Ne? Aber jetzt müssen wir ja überhaupt erstmal kapieren, dass wir ja alle von der göttlichen Quelle letztendlich zehren und da angeschlossen sind und dass die alles möglich zulässt und dann in Rückkopplung auf der eigenen Gedanken letztendlich dann, was kann man daraus machen, die wir ja immer vom Innen her kriegen, die kommen ja nie von außen her. Die werden uns ja über die unterbewusste, unbewusste Ebene von innen immer eingespielt letztendlich. Selbst in der unterbewussten Ebene wird das ja schon zu bestimmten Komplexen zusammengenommen, diese Impulse, die wir da kriegen. So, dass es denn Gedankenkomplexe schon sind und nur das Wenigste davon kommt ja überhaupt in unseren hohlen Nuss, in unser Rüppchen, in unser Raumkino letztendlich an. Nur das Allerwenigste davon. Das meiste, 99,999% spielt sich ja voll, von uns völlig unbewusst ab. Das läuft ja automatisch ab. Ne? Wenn wir überlegen, wir müssten sämtliche Steuerung, alle unseren Zellen müssten wir kontrollieren und so weiter. Das ist ja das, was wir denn, wenn sie alles regeln wollen. Alles regeln, nicht bloß steuern, Impulse geben, wo was nicht im Gleichgewicht ist. Ne? Ist doch unmöglich. Dann braucht er wahrscheinlich eine Rübe, die wahrscheinlich so groß ist wie die Erde selbst. Das geht nicht. Warum? Ja, jedenfalls über solche Sachen, gerade was ich so ein bisschen, das ist alles hier in dem Buch auch mit, wo ich denn diese geistigen Zusammenhänge auch mit darstelle und so weiter. Ne? Gute Ergänzung zum anderen Buch jetzt. Ne? Ich sage, ich suche immer noch meinen Blank, der mich da in diese reinbringt. Und dann kann es mal über Nacht passieren. Und wenn dann jede Wissenschaftseinrichtung bloß ein Buch von mir kauft, dann bin ich über Nacht dann auch Millionär. Selbst wenn ich bloß 1-2 Euro verdiene. Ja, ja, so machen wir das. Ja, genau. Ja. Naja, jedenfalls ist ja wenigstens, dass wir jetzt erstmal das Buch nochmal drucken lassen konnten und so weiter. Genau. Ja. Bis dann. Also schön. Ciao, ciao. Ciao, ciao.